ob mich dieser, ich schätze ich, aber er ist ein... Okay, wo haben wir den? Ach, hier ist der Kohlebehälter. Wenn ich die Lok in Betrieb nehmen will, dann muss ich wohl zuerst einmal die Kohlen anheizen. Die scheinen ja da drin zu sein. Also, Spot. So bekomme ich Spot niemals durch diesen engen Schlitz. Okay, Spot. Rein mit dir. Ja, das könnte passen. Und dann... Flammendes Inferno. Ja, ja, es hat funktioniert. Die Kohlen brennen. Jetzt muss ich nur noch die Wegfahrsperre lösen und es kann endlich losgehen. Okay, wir brennen das Spot. Und wir versuchen das mal mit dem Messer. Irks? Nein, ich bin einfach zu ungeschickt, um das Schloss auf diese Weise zu knacken. Haben wir hier noch irgendetwas? Hier können wir wahrscheinlich nicht rein und irgendwas im Fahrerhaus entdecken. Die drei Sachen hatten wir schon ausprobiert. Bleibt noch Spot. Hey Spot, kannst du dieses Schloss nicht irgendwie, weiß auch nicht, aufwickeln? Hey, warte mal. Ich glaube, ich habe einen Plan. So, und nun zu Phase 2 meines Plans. Die da wäre, sich eine Phase 3 ausdenken. Okay, Spot ist hier drum. Und vielleicht können wir das sprengen, indem wir den Fetten nehmen. Ja, ja, es hat funktioniert. Die Wegfahrsperre ist gelöst. Corona, ich komme. Hoffentlich ist es nicht schon zu spät. Okay, und dann fahren wir. Wieso fliegen wir? Und da war es dann. Inmitten des Nichts, zwischen den Wolken, thronte auf einer einzigen letzten Felsnadel das Schloss Corona. Cedric hatte das Ziel seiner Reise erreicht. Corona, ich bin endlich angekommen. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hineinfinden. Und wieso ist hier die Lok über die Luft geflogen? Aber gut, sehen wir uns erstmal hier um. Opa hat immer von der wunderschönen Landschaft rings um Corona geschwärmt. Dieser Busch ist wohl das einzige, was davon übrig geblieben ist. Können wir den Busch dann mitnehmen? Ich nehme erst einmal nur einen Ast. Und mit dem Reden? Hier wachsen keine Beeren. Insgesamt scheint mir dieses Terrain nicht gerade lebensfreundlich zu sein. Kaum vorstellbar, dass das vor kurzem noch anders gewesen sein soll. Okay, dann haben wir hier das Tor. Ich bin so weit gekommen und jetzt werde ich zusammengekauert vor dieser Tür sterben. Das Schicksal sitzt garantiert gerade auf seiner Veranda bei einem Kakao, schaut auf die Welt hinunter und lacht über mich. Und mit dem Tor reden? Hallo? Ist jemand da drin? Darf ich rein? Hallo? Wir können noch mal anklopfen. Kein Schloss, keine Klinke, kein geheimer Mechanismus. Ich habe ja schon einige Türen aufbekommen, aber dies hier ist wirklich die Mutter aller Türen. Was soll ich bloß machen? Okay, wir haben jetzt nur den Stock im Inventar. Hier oben ist das Schloss, das wir uns mal angucken. Corona, ich bin endlich angekommen. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hineinfinden. Okay, und wir nehmen mal wieder die brennende Raupe. Und wie geht es weiter? Die Lokomotive? Das war eine wirklich beeindruckende Fahrt. Ich kann immer noch kaum glauben, dass wir heil angekommen sind. Können wir die noch weiterfahren lassen und damit das Tor einfahren? Ich kann noch nicht zurück. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Reden? Danke, dass du uns heil hierher gebracht hast. Ich muss zugeben, ich hatte zwischendrin so meine Zweifel. Okay, wie kommen wir jetzt nur mit dem Ast und Spot in das Schloss? Corona, ich bin endlich angekommen. Okay, den hatten wir nämlich schon.
Okay, der Busch. Abgrund. Oh, hatte ich erwähnt, dass ich unter einer schrecklichen Höhenangst leide? Die Höhe ist doch gar nicht das Schlimme. Das Fallen auch nicht, aber der Aufprall. Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Und den Abgrund benutzen? Springen ist keine Option. Hörst du, Sedgwick? Lass es bleiben. Ein Spalt? Da ist ein Spalt unter der Tür. Aber ich bezweifle, dass ich meinen tollen Tablett-Trick hier wiederholen kann. Ich habe kein Tablett und die Tür hat keinen Schlüssel. Aber Spot kann da durch. Hey Spot, kannst du mir helfen, das Tor zu öffnen? Keine Ahnung. Wer weiß, was sich da drin erwartet. Eins ist aber sicher. Das wird nicht leicht. Wir verstehen uns. Und hey Spot, wenn du das schaffst, nehme ich einiges von dem zurück, was ich über dich gesagt habe. Viel Glück, Kumpel. Okay, wir spielen hier jetzt als Spot. Und müssen wahrscheinlich an dem Rad drehen. Vielleicht als fette Kugel. Als viele kleine. Oder als brennender Spot. Oder als normaler Spot. Okay, und wie sieht das aus? Da ist der Bote. Vielleicht kann der das für uns machen. Bobby müsste das sein. Vielleicht kennt der Spot ja noch. Hallo, kleiner Freund. Was treibst du denn hier? Bring dich lieber in Sicherheit. Ihr könnte es bald sehr ungemütlich werden. Der erkennt uns also nicht. Vielleicht in, Vetter. Ja, hehe. Braves Tier. Und hier als 5? Jetzt ist aber mal gut. Kusch! Und brennend? Kusch! Lass mich in Ruhe! Und flach geht wahrscheinlich auch nicht. Kusch! Kusch! Okay, dann gehen wir mal hier durch in dieses verfallene Haus. Und hier haben wir eine Kuh. Können wir uns als brennender Spot mit der unterhalten? Okay, das bringt uns vermutlich alles nicht weiter. Hier können wir nicht durch. Hier ist eine Wippe. Gehen wir da doch mal rauf. Oder benutzen wir als fetter Spot, um den Stein da wegzuschleudern. Und wie sieht es mit vielen kleinen aus? Okay, das geht nicht. Hier kommen wir vermutlich nicht rein. Als flammender Spot sollten wir die auch nicht schaffen. Und als kleiner und sowieso nicht. Dann kommen wir nicht an den Wetterhahn ran. Ja, rein zur Kuh hatte ich wir können das nochmal mit den anderen Spots probieren. In Brand stecken geht auch nicht.
als flacher als einzelne. Als fetter und als normaler. Okay, also geht es wieder raus. Bobby erkennt uns nicht. Mit dem Brunnen können wir nicht interagieren. Bleibt eigentlich wirklich nur das Rad, das wir allerdings bereits hatten. Und als erstes müsste als Vetter gehen. Oder hier, dass wir da hochrobben. Normaler. Das läuft nicht. Gucken wir nochmal, ob Bobby uns nicht doch erkennt. Kusch! 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 Hier hinten können wir wahrscheinlich auch nicht weiter. Grasbüschel. Können wir die anzünden? Okay, nun haben wir da ein Mauseloch. Da müssen wir wahrscheinlich die Kugeln werden. Und dann hier fetter Spot. Und auf die Wippe. Und als die leichten rüber. Dann können wir jetzt hier rein. Das bringt uns nichts. Also, nochmal hier rüber in das Mauseloch. Dann als fetter Spot auf die Wippe. Nun die Kugel. Den Stein warten, genau. Und was können wir jetzt noch machen? Vielleicht als flacher irgendetwas? Eigentlich können wir da nur runter. Hier kommen wir denn auch nicht rein? Als... Oder wir versuchen da oben mal als Bränder irgendwas. Also das Ganze nochmal. Als Kugeln hier hin. Ab durch das Mauseloch. Dann als Vetter auf die Wippe. Jetzt zu den Kleinen werden. Okay, können wir noch irgendwas anderes? Wir könnten versuchen, hier auf die Schnur zu fallen. Was aber vermutlich nicht gelingen wird. Nö. Warum auch? Können wir die Kuh vielleicht irgendwie anlocken? Vielleicht bringt es ja was, wenn die da untersteht. Und mit den fünf Kleinen.
und mit dem flachen. Ansonsten gibt es hier nichts zu tun. Aber irgendwofür muss das ja gut sein. Da geht es nicht weiter. Also nochmal hier die kleinen. Und durch das Mauseloch. Auf die Wippe. Nun zu den kleinen. Und rüber. Können wir noch irgendwo weiter? Nö, das geht nicht. Wir können da noch versuchen, irgendwie durch den Boden zu brechen. Das funktioniert auch nicht. Aber irgendwie so in die Richtung muss es ja weitergehen. Brennen können wir noch ausprobieren. Okay, fetter Spot. Auf die Wippe. Kugelspot. Und aufs Dach. Ja, dann probieren wir mal Feuer. Das bringt uns auch nichts. Bleibt nur der normale Spot. Aber ich weiß nicht, was der da tun soll. Okay, ab durchs Mauseloch. Hier können wir damit wahrscheinlich nicht rein. Okay, fetter Spot. Auf die Wippe. Wird zu leichtem Spot. Der aufs Dach geht. Wird zu normalem Spot. Der hier runter geht. Bringt auch nichts. Okay, bevor meine Festplatte dann vollläuft, werde ich jetzt mal eine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!